Und damit herzlich willkommen, Leute, zu diesem neuen Video zu Hello Neighbor. Ich weiß, ich bin ultra spät mit diesem Video. Es gab ein paar technische Probleme. Und zwar hat sich der Nachbar in mein Game gehackt. Ich konnte es einfach nicht mehr spielen. Zum Glück haben mir dann die Entwickler weitergeholfen. Vielen Dank an dieser Stelle an Tiny Build. Psst, Link in der Beschreibung. Da ich ja ein bisschen spät dran bin und die meisten von euch sehr wahrscheinlich schon alles gesehen haben, was man in dem Spiel machen kann, dachte ich mir, ich mache mal ein bisschen was anderes als die anderen. Was anderes als die anderen, haha. Und werde das Spiel hacken. Ich hacke das Spiel zurück. Ja, ja, Nachbar, lauf nur weg. Du kannst dich in deiner Bude nicht verstecken. Deine Bude ist kleiner geworden übrigens. Hast keine Achterbahn mehr. In der Zwischenzeit ziehe ich schon mal in mein neues Haus ein, das immerhin größer geworden ist. Hier, Mieze, mach's dir bequem. Ich habe bei den Möbeln auf jeden Fall nicht gespart. Ich wollte den ultimativen Luxus haben. Denn ich finde, die Einrichtung ist bei einem Haus das Wichtigste. Naja, wohl eher nicht. Aber der Plan lautet erstmal, beim Nachbarn einzubrechen und in seine Exit-Tür zu kommen. Mal gucken, was der Stinker diesmal versteckt hat. Nachbar? Hallo? Du hast die Tür offen gelassen? Ich denke mal, das heißt dann, es ist Tag der offenen Tür. Das ist die Exit-Tür. Es sieht aus wie so eine... Ich fühle mich direkt, als wäre ich in einem U-Boot. Nette Bude hast du, Nachbar. Du hast dein Haus ja echt verbessert seit dem letzten Mal. Leider ist es viel einfacher geworden, hier einzubrechen. Ich laufe dem durch die Bude und der Typ merkt nicht mal was. Hallo? Hi! Au. Au! Du wirst mich einfach auf den Arsch? Komm her, okay? Wir machen jetzt ein Battle. Ja, komm doch her. Ich hau dir mit dem Schraubenzieheranzug über den Kopf. Was? Hattest du einen Schluck auf? Leute, ich habe nicht mal mit Cheaten angefangen und der Typ benimmt sich jetzt schon so. Wohin soll das denn noch führen? Oh, schläfst du? Das ist aber niedlich. Haha. Gib mir erstmal deine Schlüssel. Ich fahre jetzt mit deinem Auto auf eine Spritztour. Sorry. Tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich schwör's. Der Nachbar ist nicht sehr sparsam mit Wasser. Auf jeden Fall. Dafür muss ich dich erschießen. Fight. Er gibt keinen Fick und macht weiter seine Turnübungen. Dafür schieße ich dir direkt in den Arsch. Yes, Baby! Wir können aufs Dach! Und ich fliege! Ich fliege die Leiter hoch! Oh. Ja, die Luft ist gut hier oben. Nachbar, wenn du irgendein Problem machst, ich schalte das WLAN ab. Okay, ich hätte das nicht tun sollen. Jetzt sind auch alle Lichter ausgegangen. Scheiße! Okay, wir sind hier im Keller des Nachbarn. Ich denke, die meisten von euch werden schon wissen, was hier abgeht. Nämlich nicht wirklich viel. Ich meine, wir haben einen Teddy, das ist schon nice. Oh, wir haben keinen Teddy mehr, das ist noch nicer. Okay, und hinter dieser Tür ist das Spiel eigentlich fertig. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchgehen würde, kommt die Meldung, Hello Neighbor ist zu Ende. Ja, es geht eigentlich nicht weiter, aber... Nun ja, für mich nicht. Ha! Okay, wir gucken jetzt, was der Nachbar wirklich in seinem Keller versteckt. Oh, ja, mag offenbar seine Möbel nicht mehr, deswegen verbrennt er sie einfach im Keller. Ich denke, er macht auch Marshmallows hier drin. Scheiße, eine Tür mit einem Schloss und 3000 Schlüsseln. Ah, ach, scheiß drauf. Oh, scheiße, ein Gitter, wie soll ich da durchkommen? Oh, oh, ich bin durch. Oh Gott, nein, noch eine verschlossene Tür, wie soll ich da nur durch? Ja, okay, hier ist es fertig. Wie ihr seht, das ist das ganze Kellerabteil. Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen, es ist halt einfach eine halbfertige Map. Und ich kann deswegen das Geschrei darum auch nicht wirklich so nachvollziehen. Hey Mann, zum Glück kann man durch die Map fliegen. Ich hätte sonst niemals dieses Plumpsklo gefunden. Mitten im See. Oh, ah, Alter. Achtung, hier schwimmen die Haie vom Nachbarn. Ich weiß es. Ah, ich finde die Map von Hello Neighbor einfach so schön und detailreich und fehlerfrei gestaltet. So schön und detailreich. Hier liegen alle Teddys vom Nachbarn vergraben. Vielleicht können wir sogar unter die Erde gucken, was da ist. Nichts. Wer hätte das denn gedacht? Das Lustigste an diesem Fliegen-Cheat ist ja immer noch, dass man den Nachbarn damit so total verarschen kann. Ich zeige euch das mal kurz. Nachbar. Komm, 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 komm. Uhu.
Nope. Hi. Nein, bitte. Ich sagte nein. Kein Zutritt für Minderjährige. Was macht er? Alter, was? Komm, wir gehen auf Rundgang. Dein blöder Nachbar, ne? Der bricht einfach immer bei dir ein. So eine Frechheit aber auch, ne? Jo. Nein! Hey Nachbar, was guckst du dir denn da an? Ich setz mich zu dir, ist okay? Heute begraben wir das Kriegsbeil. Kein Streit mehr zwischen uns. Aber könntest du bitte umschalten? Ich mag kein schwarz-weiß Fernsehen. Gut, dann schalte ich eben um. Holy shit! Oh Gott, ist das creepy. Alter, bist du ein Dämon? Oh, ich will weg. Viele Leute sagen ja, dass das hier ein Secret ist. Also, das ist mein Player-Model. Oder die Leute sagen, dass hier ist ein geheimer Schlüssel. Oder die Leute sagen, hier unten ist ein geheimer Nachbar. Aber was wirklich die meisten vergessen und einfach ignorieren, ist das hier. Das ist die geheime Milch. Ich denke, die ist aus Alpha 5, so wie die ausschaut. Alter, dass das noch niemandem aufgefallen ist. Was sagst du dazu, Nachbar? Bist du gerade beschäftigt? Ha! Arschklapse. Du trinkst meine Milch. Das ist meine Milch. Das ist verwirrt. Gib mir die Milch. Ha! Ich hab die Milch. Oh. Okay, Leute, ich denke, fürs Erste war das genug Trolling. Wir versuchen mal was anderes aus jetzt. Und zwar genau das hier. Jetzt fragt euch sicher, was ist das? Nun, ich frage mich, was ist das? Wir sind jetzt in einer Art anderen Map und diese Map heißt Neighbor 3. Das kann sein, dass wir jetzt in der Alpha 3 sind. Hallo? Oh, Nachbar, da bist du ja. Du bist auch hier drin. Ich habe mich schon allein gefühlt. Wow, ich kann auf dir stehen. Ich stehe auf dich, Nachbar. Ich kann auf dir surfen. Komm, vorwärts, vorwärts. Vorwärts. Der Fernseher fliegt auch in der Luft. Das ist ein praktischer Fernseher. What the fuck? Wo kommt der her? Nachbar 1, beschütze mich. Beschütze mich mit deiner Schlafkunst. Dein Bruder, er ist wütend auf mich. Warum auch immer. Ich habe ihm doch alle Schulden zurückbezahlt. Ey. Gotcha, bitch. Was? Jetzt hat er mich doch gekriegt. Okay, Leute. Der Nachbar kann mich einfach immer erwischen. Weil ich ja immer noch sehr wütend auf den Nachbarn bin. Ich meine, wer nicht? Habe ich mich entschlossen, sein Haus zu zerstören. Ups, sorry, war ich nicht. Der fliegende Teppich. Es ist der fliegende Teppich, kann ich da drauf laufen? So. Und tschüss. Ah, wow. Was passiert? Ah! Was passiert hier? Ah! Ah! Hilfe! Was zur Hölle geht hier ab? Das ist ein Springbrunnen aus Gegenständen. Das steht nur da, der peilt nicht mehr, was vor sich geht. Später. Was? Du hast deine eigene Tür aufgerammt, du Idiot. Dafür wirst du jetzt bestraft. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn das geht, dann bist du sowas von tot. Oh mein Gott. Nein! Bist du noch da? Ich nehme dir mal den Schlüssel weg, als Vorsichtsmaßnahme. Ich dachte, man kann nur Wände löschen. Man kann alles löschen, jetzt ist er weg. Okay, scheiß auf dich, Haus. Ich habe ein neues Haus gefunden. Tschüss. Das Spiel ist abgestürzt. Really, nigga? Wer sich schon immer gefragt hat, was in unserem mysteriösen geheimen Raum liegt, tief verborgen, das ist es. Eine halbfertige Map. Okay, Leute, zum Abschluss machen wir den mit Abstand besten und witzigsten Cheat, den es im Spiel momentan gibt. Es werden ja jeden Tag irgendwie neu entdeckt. Man nehme eine Puppe, einen Kleidungsständer, eine Pistole, obwohl, nee, du nicht. Fick dich. Eine Mülltonne? Nope. Ah. Und zu guter Letzt den Rasenmäher. Okay, was wir jetzt machen, haltet euch fest. Es geht bergauf. Yeah. Wir sind riesig. Riesendufix greift Nachbarn an. Das sind die heutigen Schlagzeilen. Und das Lustige ist jetzt, der Grund, wieso ich die Objekte genommen habe, die sind auch größer geworden. Ich will dem den Eingang zumachen. Nachbar, ich glaube, es ist Zeit, den Müll rauszubringen. Hey, nicht so schnell. Alles ruhig. Das ist eine riesige Mülltonne. Okay, Nachbar, bist du bereit? Du wolltest es nicht anders.
Los! Rasenmäherkrieg! Hier kommt das Abrissfahrzeug. Puppe, Vormarsch! Oh, jetzt kommt der Nachbar. Der wird sich jetzt auch was denken. Er nimmt Schaden. Ich muss das nochmal versuchen. Ha! Okay, los geht's, los geht's. Auf einer Geheimmission. Kiste! Wow, Nachbar. Wow. Ups. Perfekt. Perfekt. Ja, ich glaube, an das Fenster musst du dich erstmal gewöhnen. Okay, Leute, das wär's gewesen fürs Erste mit Hello Neighbor. Ich habe versucht, ein bisschen was Spezielles zu machen, habe einfach alle möglichen Cheats und Secrets ausgetestet, wie eigentlich in den guten alten Zeiten, wo ich Hello Neighbor gespielt habe. Nochmal sorry, dass ich jetzt so lange nichts hochgeladen habe. Ich hoffe sehr, dass es ab jetzt regelmäßig weitergehen wird mit den Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Willst du noch was sagen, kleiner Nachbar? Noch ein kleines Wörtchen? Nope. Oh.